Silence an der Hände scheint es zu bringen. Ein Silencer? Ja, genau, ja. Ich hab einen Schalldämpfer für meine Armbrust. So schaut's aus. Die klackt gar nicht, das hört sich nur so an. So, was bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ich installiere mal meine iPhone auf deinem Laptop an. Was? Ja, ich brauche Strom. Ach so. Da sei ja froh, dass ich auf Windows hochgefahren habe. Wenn ich nicht auf Windows hochgefahren hätte, hätte ich jetzt doof da gestanden. Björn, dem ging neben die Blutpfeile. Ach ja, stimmt, die hatte ich auch noch. Warte. Die blutverfluchten Elfpfeile habe ich leider nicht so viele von, aber ich kann ja mal Serana fragen. Ich hätte gerne Blutpfeile. Bring das einfach hinter uns. Ich glaube, ihr müsst zuerst ein paar Pfeile finden. Ja, verdammt, ich hatte leider nicht so viele Pfeile davon. Aber auch jetzt, Bogen ist viel schneller als die Armbrust. Ja, das stimmt allerdings. Aber irgendwie bringt es der Flash-Effekt nicht so wirklich als Schleicher. Ja, da hast du leider recht, Necrot 24. Das Schöne ist, aber Falma sind sowieso blind. Da kann ich noch so viel Feuerwerk machen. Die Schauri sind ebenso blind. Das fällt ihnen gar nicht auf. Das spüren die maximal in Form einer gewissen Wärme auf ihrem Gesicht. Aber ich glaube, darauf werden die in dem Moment nicht achten, wenn die einen Pfeil ins Gesicht kriegen. Und ich bin hier oben, glaube ich, das war... Da oben geht es ins vergessene Tal. Warum ist denn eigentlich ein Schloss vor? Ich glaube, ich muss nämlich da irgendwo in diesen Höhlenabschnitten. Ich bin da gerade schon wieder dran vorbeigelaufen. Warte mal, ich kann mal kurz gucken, aber ich glaube, hier geht es nämlich nur raus. Ja, genau, ich bin nämlich falsch. Verdammt. Ah! Also müssen wir hier wieder runter. Oh Gott. Also ich schleiche eigentlich ganz gerne durch Höhlen, aber auch nur, wenn die was zu bieten haben. Und das Problem hier ist relativ dünn, die Story. Also wir haben hier halt Höhlen und alles und überhaupt und generell und da und... Blafasel, aber leider nicht irgendwie so. Also in den Zwergenruinen hat man halt immer Bücher von irgendwelchen Expeditionsteams gefunden, die da halt irgendwie lustig dran gescheitert sind. So, hier unten sind wir falsch. Wir müssten. Hä? Komme ich denn da hin? Ich müsste hier irgendwie nach links. Aber wie? Die Karte gibt leider auch keine Auskunft darüber, in welcher Höhe der Eingang ist. Hm. Also. Hilfe! Hm. Ich verstehe es nicht. Mach doch mal Nachtsicht an. Ja, das. Ich finde die Nachtsicht ja eher hässlich als alles andere. Vielleicht irgendwie so grau danach, die Welt. Also irgendwo hier, wenn ich dieses Ding hier hochgehe, muss irgendwann mal ein Abzweig nach Westen sein. Und dann müsste es da irgendwie eine Höhle geben. Und darin müsste irgendwo was liegen. Aber es geht hier einfach nicht nach Westen. Also ich will hier irgendwie da rein. Aber ich sehe da halt irgendwie... keinen Weg rein. Das finde ich irgendwie komisch. Da links? Ja, nee. Nee, das ist vor allen Dingen auch Süden. Aus Westen. Hier müsste irgendwo. Aha! Ja, gut. Oh, was haben wir hier Schönes? Was ist denn das? Mine? Mein Muschelkäfer? Wie? Ein Muschelkäfer? Was zur Hölle? Was? Ach, warte mal. Irgendjemand wollte glaube ich, Muschelkäfer haben. Ich kann mich dunkel erinnern, da war was. Oh, der arme Käfer. Jetzt ist er tot, weil ich ihn abgebaut habe. Krass. Was ist das? Ein Muschelkäfer. Ich meine, der ist jetzt tot, aber... Was zur Hölle? Muschelkäfer-Chitin wiegt einfach nur mal 4 nur. Das ist ja relativ... Hm! Gut, das war auf jeden Fall die falsche Ecke der Höhle. Ja, gut. Hier ist... Warte mal, hier gibt es noch eine zweite Kammer. Ey, lass mich doch mal durch. Also theoretisch müsste ja noch eine zweite Kammer sein, die ich jetzt gerade nicht finde. Na gut. Hm. Alles sehr mysteriös hier. Na gut, dann probiere ich doch mal mein Glück woanders. Das war ja hier anscheinend jetzt nicht so erfolgreich. In diesem Falmerdorf müsste sowieso noch relativ viel Action sein, weil ich da halt noch nicht drin war. BTF, ein Riesenkäfer. Lädst du schon wieder was down? Nein. Weißt du, angeblich schon wieder lecken. Mache nichts. Bei mir hängt das Bild, aber der Ton geht weiter. Guck mal, da hinten haben wir auf jeden Fall noch Falma. Wer ist da? Die mich übrigens schon entdeckt haben. Björn, läuft bei dir eventuell ein Auto-Update oder so? Nee, nein. Läuft bei dir auf deinem Laptop vielleicht ein Auto-Update?
Guck mal. Nee. Guck trotzdem mal. Es kann natürlich sein, dass die einfach kontrollieren erschließen. Ja, das sollte er nicht machen. Lass mal Firefox offen, weil das, da ist noch der Chat drauf. Ich meinte, das Update. Ach so, ja, aber das, das sollte nicht den Ausschlag geben sein. Ein guter Tag. Dann mach das doch. Oh Mann, immer Ärger. Deswegen brauche ich besseres Internet. Dann noch ein bisschen Bandbreite frei ist noch für andere Späßchen. Wie zum Beispiel irgendwie Sachen downloaden. Bei anderen Leuten. Warum drückst du nicht einfach Serana was in die Hand, damit du mehr tragen kannst? Das ist eine sehr gute Frage. Weil sie gerade aggro ist und deswegen ich nicht mit ihr tauschen kann. So, nächste Frage, wie komme ich denn da hoch? Ich würde gerne ganz nach oben da, in diesem Tal. Ich meine, ich bin ja gerade durch diese Höhle hier relativ hoch gekommen. Wenn ich da rüber gehe, höher kommen tue ich hier nicht. Warte mal, da hinten. Da muss ich noch kurz gucken, ob ich da irgendwie rüberkomme. Hm, bei manchen Leuten läuft es anscheinend auch flüssig. Also, ja, Livestream ist mal eine interessante Geschichte. Manchmal läuft es, manchmal nicht. Komisch. So. Ich da rüberkomme. Das ist sehr verwirrend, die Falme, dass sie auch einfach nicht irgendwie in Etagen bauen konnten, sondern mal hoch und runter. Mann, 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 Mann. Ich schätze mal, irgendwo da hinten muss ich hin, an Wasserfall würde ich mal vermuten. Aber ich gucke mir erstmal das Dorf an. Und noch mehr Heiltränke, jawoll! Ich mag die Falme, die stellen mir immer so schöne Sachen hin. So, kann ich jetzt mit Serana tauschen? Nö, kann ich nicht, die ist nicht da. Jetzt sogar der Ton mit Pausen. Was ist da los? Hm. Dein iPhone zieht aber nicht im Internet drüber, oder? Nee. Hm. Dein iPhone ist nicht im Internet mit drin, ne? Hm. Ich dachte so über das LAN-Kabel oder so. Quatsch, über das Aufladekabel. Nee. Jetzt geht's wieder bei mir. Ich sag nur TCL, nein, wir cheaten hier nicht. Wir machen hier nicht Tuckel-Kollisions-Dingens-Bummens. Das gibt's bei mir nicht. Ich bin ein ehrlicher Spieler. Zumindest wenn es darum geht, Gegner hinterhältig zu... Ach, da ist er ja schon. Mensch. Das ging ja schneller als erwartet. Gut, dass ich hier lang gelaufen bin. Ich wäre jetzt nämlich stumpf bis am Ende des Tals gelaufen. Was ist denn da Schönes? Nein! Schlecht. Verdammt. Es werden immer weniger. Jetzt nur noch 12 Zuschauer. Hm. Jetzt geht's hier auch wieder. Hm, vielleicht Schwankungen in der Leitung? Ich weiß es nicht. Ich kann mich dafür auch nur entschuldigen. Sagen wir mal so, ich spiele auch Spiele alleine. Also ich könnte auch ohne Viewer spielen, so ist ja nicht. Außerdem schießt der Bogen nicht wirklich schnell, weil man muss den ja vorher spannen, die Armbrust spannt halt danach. Also, ich glaube, relativ nimmt sich das gar nichts mit der... Oh, habe ich gerade einen Pfeil verfolgt? Das ist unangenehm. Ich weiß nicht, wie das... Oh. Gut. Ich glaube, ich sollte mich von ihm nicht treffen. Verdammt, boah, ich wackel dir alles. Oh Mann. Alter, so frostig. Ist es egal, ob du in den Kopf triffst oder in den Brust oder im linken Zeh? Ja, der eine meinte hier gerade, es wäre besser, wenn man die im Kopf treffen würde, aber ich halte dagegen. Dann kritet den Kopf mal so. Achso, dann kritet man anscheinend. Oder auch nicht. Naja, gut, der ist tot. Naja. Er ist durch einen Pfeil in seinen Arm gestorben. Wie geht dann bitte Samstag um 10 ins Bett? Leute unter 14? Keine Ahnung. Und das Marktlandstück, da haben wir alle. Das ist ja schön. So, Talrifel, Zwergenpanzer, Schulmüdie, mir zu schwer, nehme ich nicht mit. Gut, dann können wir jetzt nochmal kurz zum Wegpunkt reisen. Dann können wir... Oh, ach man. Kleine Kinder, wo Mama reinkommt. Mama ist ja mal sowas von Chef. Ja, Mama ist Chef. Viele sind selbst spielen gegangen, ja. Das ist mir auch so aufgefallen, dass so viele Leute, die mir Let's Plays gucken, also meinen halt, dass die, Leere war es, glaube ich. Die meinen halt, die gucken das und dann kriegen sie Bock drauf und dann spielen sie selber. So, wenn ich jetzt irgendwas Flaschenöffnerartiges hier am Tisch liegen hätte. Also irgendwas. Warte. Stuhl eignet dafür. Echt? Ja. Kannst du eigentlich ein vernünftiges kaufen? Ja, dann wollen wir dein iPhone nehmen, um mein Bier zu öffnen? Nein. Da bin ich voll dafür. Dann habe ich ja kein vernünftiges mehr. Aha, also dein super vernünftiges iPhone hält es also nicht aus, damit ein Bier zu öffnen. Ich kann mein iPhone als Hammer benutzen. Und als Wasserwaage. Ja, Wasserwaage habe ich auch. Und Kompass. Ja, geh ich mit. Das war mäßig geil, aber... Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Och, ich kann...
Nee, andere gibt's. Ich pack's einfach auf den Tisch. So, jetzt habe ich natürlich schon wieder die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Gibt's eine Öffner-App, Burn? Ja, gibt's eine Öffner-App? Warte, ich google mal. Ich App-Store mal. weil wir müssen jetzt auf jeden Fall... Ah, wo war denn das? Ich hatte da schon mal die Richtung raus, wo wir lang müssen. Wir mussten irgendeinen dummen Berg hier hoch. Aber das war, glaube ich, nicht hier. Lad doch die Flaschenöffner-App runter. Wir alle sofort die Flaschenöffner-App vorschlagen. Ich glaube, wir müssen zum Entschluss. Meinten Sie Ordner? Nein, ich meinte Öffner. Burn, du bist schneller, wenn du die Armbrust weglegst. Nur partiell. Die Armbrust legt er ja so an. Und wenn er die ablegt, dann also nicht so anlegt... Du musst nur durch einen anderen Schrein und dort zum Wasserfall reisen. Ja, ich glaube, ich muss hier hin. War ich hier nicht gerade? Ja, mein, das war der, wo ich zum Falmerdorf bin. Das ist ja schon mal nicht ganz so richtig. Das ist nämlich der hier am See, der Punkt. Wo müssen wir denn hin? Ich hatte es doch vorhin schon. Ich habe mich doch eigentlich vorhin mehr oder weniger einen Keks gefreut, dass ich da hingefunden habe. Vision vielleicht? Habe ich bei Deus Ex immer. Ja. Kriegt man halt selber Bock auf selber spielen. Als nächstes eine Glas-App oder was? Hm? Hey, verdammt, diese dummen Wände ver... Nee, hier sind wir komplett falsch. Aber warte mal, hier sind wir gar nicht so falsch, weil ich weiß nämlich, wenn wir da vorne lang rennen... Leere Birnen, ja, ist jetzt auch egal. Weil ich weiß nämlich, wenn wir da vorne lang rennen, dann kommen wir in das restliche Tal. Und von dort weiß ich ja zum Glück, wie es weitergeht. Da muss man nämlich einfach nur Rechtsschwenk machen und dann passt das schon. So, ich werde jetzt erstmal... mir einen Schuck nehmen. Und das ganz ohne Öffner-App. Die es ja irgendwie anscheinend nicht geht. Nee, es gibt leider keine Flaschenöffner-App, weil wir die es jetzt mit im App-Store gesucht haben. die Flaschenöffner-App. Hey, Epic Faye schreibt, hey German, hi BC, hi Chat. XD für die anonymen Alkoholiker oder wie? Also ich habe ja mal Sekunden überlegt, ob ich mal auf Englisch streame, also... I think about it to stream in English, but I realize that my English is too bad to stream and speak constantly. Nein, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich dauerhaft Englisch zu sprechen, dabei Dummes zu labern. Das kann ich einfach nicht. Kann ich auf Englisch nicht sagen. Mein Englisch ist zu schlecht zum Englisch streamen. Ich kann es leider nicht. Ja, my English is too bad to stream in English because I can't Quatsch Dummes. So much, if I, boah, nee, wie ich will. Verdammt. Also normalerweise kann ich ein bisschen besser Englisch, aber nicht, wenn das spontan kommen muss. So, ich glaube, da vorne war es nämlich. Ja, da hieß es nämlich auch die dumme Treppe. Haha. Müsste es halt leicht da unten sein, oder? Nee, da ist es, genau. Haha. Haha, haha. Constantly. Mit den zwei Steinen kannst du jetzt ein neues Portal. Also ja, aber ich habe jetzt ja den Diamant und den Smaragd. Genau, ich wollte gerade Emerald sagen, weil mir das Smaragdwort nicht wieder eingefallen ist. Damit kann ich jetzt mal gucken, wo ich damit noch lande. Das ist nämlich noch ganz interessant. Was siehst du da die ganze Zeit, Burn? Das war gerade Freestyle. Das hört sich das so dumm an. So, oh, jetzt hab ich ja die Auswahl hier. Amethyst. Ah, Smaragd hat man noch nicht. Ah ja. Aussichtspunkt des vergessenen Tals. My English is not so good, my German is better. Ja, ist das Deutschland nicht so schwierig. Normal sein, dann bist du normal, Burn. Was, ich bin völlig normal. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt immer noch im normalen vergessenen Tal? Da sind wir. Was hast du getan? Ich wollte eigentlich groß schreiben, aber ich hab gerade irgendwas verkackt. Druck auf abbrechen. Das glaube ich seit Speichern oder so ein bisschen. Ich habe Steuerung gedrückt und aber. Hm, vielleicht speichert das irgendwas. Ah Mann, jetzt ist hier rechts am Rand schon wieder dieses dumme Zeug da. Das will ich gar nicht haben. Geh weg. So. Ja, schön, jetzt sind wir hier am Wasserfall. Also, wie fand ich das erste Ding noch am besten? Hier ist irgendwie gar nichts. Hm. Jetzt war jetzt nicht unbedingt das sinnvollste Portal. Es steht hier noch irgendwo was rum, was irgendwie sinnig ist. Wenn wir jetzt wieder runterspringen, dann verlassen wir das Tal. Also diesen Ort hier. Wenn ich abgetrieben werde, das wäre auch nicht schlecht. Ja, da hinten ist wieder der Balkon. Hm. Ich laufe nochmal einen Meter, aber ich glaube, dieser Punkt ist einfach sinnlos. Ja, aber hier geht es dann wieder runter. Also Aussichtspunkt. Hm. Mein Englisch ist nichts gut. Skills ansehen, bitte. Was? Skills? Bin ich mal freundlich, zeig mal die Skills. Muss ich ja sowieso öfter mal machen. Zack, Beschwörung gleich Mie, Redekunst, die Taschendiebstahl 38 nur. Schleichen 100, Schießkunst, einhändig. Oh, ich glaube, wir sind rum.